Hi, schön, dass du heute wieder dabei bist. Heute zeige ich dir, wie du solche umstrickten Gläser in Netzoptik ganz schnell und einfach mit deinem 24-Pin-Strickring selber herstellen kannst. Ich zeige dir heute im Video die hängende Variante und erkläre im Anschluss, wie du die stehende Variante machen kannst. Für dieses umstrickte Glas in Netzoptik benötigst du deinen. Wir starten am Boden und arbeiten dafür den Drawstring Cast On. Dafür hängst du den Arbeitsfaden von oben lose in den Ring hinein und gehst einmal im Zickzack um alle deine Pins, also vor Pin 1, hinter Pin 2, vor Pin 3, hinter Pin 4 und so weiter. Anschließend führst du den Faden vor den Pins oberhalb der eben gelegten Schlaufen entlang und strickst überall, wo du den Faden vorne entlang geführt hast, die Schlaufe einmal drüber. Wieder vor Pin 1 angekommen, siehst du, dass jetzt auf jedem Pin eine Schlaufe liegt. Somit kannst du jetzt deine Runden beginnen. Du umwickelst immer zwei Pins gleichzeitig und strickst sie aber einzeln ab. Dann werden die nächsten zwei Pins umwickelt. Also erst Pin 1 und 2, beim nächsten Wickeln Pin 2 und 3, dann Pin 3 und 4 und immer so weiter. Dadurch verschiebt sich das Ganze immer um einen Pin weiter. Und ergibt dann natürlich das Netzmuster. Ich habe jetzt drei Runden abgestrickt und möchte dir jetzt Folgendes zeigen. Zuerst einmal ziehen wir an dem unteren Fadenende, dass die Öffnung sich schließt. Führe dann den Faden mit Hilfe deiner Vernähnadel einmal in das Innere des Projekts und fixiere es dort mit einem Knoten. Der Vorteil ist, wenn du das Ganze jetzt schon zuziehst, hast du die Arbeit später nicht mehr. Den Rest des Fadenendes kannst du einfach abschneiden. Wenn du jetzt in das Innere schaust, siehst du, dass sich ein Spiralmuster gebildet hat. So, hier haben wir angefangen und dann geht das Ganze wie eine Schnecke in einer Spirale immer so weiter. Stricke jetzt so lange weiter, bis du die passende Länge für dein Glas erhalten hast. Dann sehen wir uns gleich wieder für den Abschluss. Wenn du dann fast die für dich benötigte Größe erreicht hast,
Bei mir sind es jetzt 5 Runden gewesen. So sieht das Ganze dann jetzt aus, wenn ich das Glas reindrücke. Du siehst, es geht fast bis ganz nach oben. Arbeiten wir noch einen schönen Abschluss. Und zwar arbeiten wir dafür 3 Runden im Flat Knit Stitch. Das heißt, wir führen den Faden vor den Pins oberhalb der darauf befindlichen Schlaufen entlang und stricken diese ab. Und das Ganze für 3 Runden. Dadurch bildet sich einfach ein schönerer Rand, was das ganze Ergebnis noch einmal stimmiger erscheinen lässt. Nach Erreichen der 3 Runden im Flat Knit Stitch schneidest du den Arbeitsfaden lang ab. Und arbeitest den Cast-Off für gerade Projekte. Dieser gibt einfach einen optisch schöneren Abschluss. Dafür arbeitest du zuallererst eine linke Masche. Lege nun den Arbeitsfaden vor den nächsten Pin über die darauf befindliche Schlaufe und hole ihn von unten einmal vollständig hindurch. Dann legst du den Faden zurück vor den ersten Pin unter die darauf befindliche Schlaufe, holst ihn von oben hindurch, ziehst die Schlaufe vom Pin herunter und holst den Faden vollständig durch. Jetzt ist schon mal der erste Pin leer. Lege jetzt den Arbeitsfaden vor die nächsten beiden Pins oberhalb der darauf befindlichen Schlaufen und hole an deinem jetzt zweiten Pin den Faden von unten einmal vollständig hindurch. Lege den Faden zurück vor deinen jetzt ersten Pin unter die darauf befindlichen 2 Schlaufen. Hole ihn von oben durch diese beiden Schlaufen hindurch. Ziehe die Schlaufen vom Pin und hol den Faden vollständig hindurch. Wiederhole diesen Vorgang, bis du nur noch einen einzigen Pin mit einer Schlaufe. Führe diesen Vorgang jetzt so lange fort, bis nur noch ein einziger Pin mit einer Schlaufe belegt ist. Den letzten verbliebenen Pin umwickelst du einmal und strickst ihn ab. Ziehe nun den Faden durch diese letzte Masche hindurch und mache dabei einen Knoten. Das Ganze sieht jetzt aus wie eine kleine Mütze. Und wenn du das Ganze dann über dein Glas drüber stülpst, sieht das in etwa so aus. So. Wir sind jetzt aber noch nicht ganz fertig. Hier kann erstmal der Restfaden abgeschnitten werden. Sondern um das Ganze auch aufhängen zu können, arbeiten wir jetzt noch eine Aufhängung. Die wird mit Hilfe von Luftmaschen an 4 Punkten, wovon sich jeweils 2 gegenüberliegen, dran gehäkelt. Den Anfang der ersten Luftmaschenkette bilde ich dort,
wo ich eben den Knoten gemacht habe. Knote erst einmal den Faden, den du für die Aufhängung verwenden möchtest, einmal dort an. Und dann arbeitest du Luftmaschen, indem du immer wieder den Faden holst und durch die Schlaufe auf der Nadel hindurchziehst. Insgesamt benötigst du für einen so ein Band 40 Luftmaschen, das Ganze mal 4. Führe nun die Aufhängung so zusammen, indem du alle Stränge aneinander legst. Dann kannst du die Perle anbringen, indem du mit der Häkelnadel einmal durch das Loch gehst und die Stränge einmal hindurchholst. Den Schlüsselring für die einfachere Aufhängung führst du durch zwei der Fäden auf zwei der Fäden auf und verbindest anschließend alle 4 Fäden mit einem festen Knoten. Und schon ist dein umstricktes Glas in Netzoptik fertig und du kannst es ganz einfach aufhängen, wo es dir gefällt. Dort kannst du zum Beispiel ein Teelicht reinsetzen. Besonders gut eignen sich hierfür die elektrischen Teelichter. Du kannst aber auch eine Blume reinsetzen oder irgendeine andere Dekoration, die du dort gerne hineinpacken möchtest. Wer möchte, kann natürlich noch ein wenig weitere Dekoration anbringen. Hier habe ich noch eine Variante zum Hinstellen gemacht. Dort habe ich 6 Runden in diesem Netzmuster gestrickt und erst dann die 3 Runden im Flatknit Stitch. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen und ich konnte dir ein paar neue Ideen und Anregungen geben. Wenn das so ist, lass mir doch gerne ein Like, also einen Daumen nach oben da. Wenn du magst, zeig mir doch auch gerne deine Kreationen auf Facebook. Dort findest du mich unter Sarah Mühlstedt. Den Namen blende ich dir hier ein. Für heute war's das. Ich freue mich darauf, wenn du nächste Woche wieder einschaltest und wünsche dir bis dahin eine schöne Zeit. Pass auf dich auf. Mach's gut!